Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für die kommende Woche. Und wir haben wirklich eine sehr interessante Koinzidenz hier bei diesem Orakel. Ich war etwas überrascht, was da so kommt, will aber wieder nichts vorwegnehmen, werden alles anhand der Karten wie immer erklären. First of all, natürlich gucken wir erstmal, was sind die individuellen Botschaften für euch. Ich habe einmal hier links für euch dieses Kartendeck und die grüne Tür. Dann habt ihr die braune Tür mit dem lila Kartendeck und die lilafarbene Tür mit dem Engeldeck hier. Ja, entscheidet einfach intuitiv aus dem Bauch raus, ohne viel Schnick, Schnack, Schnuck. Was ist eure individuelle Botschaft für die kommende Woche? Wenn ihr dazu länger braucht, haltet das Video kurz an. Ich werde auf jeden Fall mit der Hauptbotschaft beginnen. Die Engel sagen, es geht in der kommenden Woche um Heilung. Ja, es geht auch darum, euer eigener Heiler zu sein oder Heilung in Anspruch zu nehmen, Heilung zu erfahren, Heilung auszuüben, was auch immer für euch jetzt da stimmig ist. Ja, heilende Energie hüllt dich und diese Situation ein. Also es geht um Heilung in der kommenden Woche, so viel sehen wir schon mal. Das ist immer die Karte, die den Aufschlag macht, zeigt die Tendenz in der kommenden Woche. Es geht eben um Heilung auch in Sachen Liebe, Herz, Herzensangelegenheiten, Emotionen, Liebesbeziehungen. Und das Schräge ist, als diese beiden Karten schon kamen, muss ich ein bisschen grinsen, weil ich ab Dienstag meine Reise ins Herz beginnt in Avalon und das passt natürlich auch. Da geht es auch um die Heilung des Herzens, Heilung von Herzensliebesthemen, aber auch unsere Selbstliebe natürlich. Also das wird spannend, da tauchen wir auf jeden Fall tief ab in die Heilung. Die Engel sagen, öffne dein Herz für die Liebe. Also es geht darum, dich wirklich zu öffnen, dein Herz zu fühlen, deine Liebe aus dem Herzen fließen zu lassen, Liebe zu geben und zu empfangen. Ja, und das im Gleichklang, im Einklang mit allem, was ist. Also es geht um Öffnung, auch sich wieder erneut zu öffnen für die Liebe. Nochmal ein wichtiger Punkt für viele jetzt auch im spirituellen Weg. Die Engel sagen auch, entdecke den Segen in deiner Situation. Also etwas ist ganz hervorragend, ganz toll, ganz wunderbar, ganz überraschend vielleicht auch, nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Du musst erst den Segen entdecken, vielleicht ist dir das erstmal nicht klar. Es gibt bei vielen Menschen, die ein verschlossenes Herzchakra haben oder ein problematisches Herzchakra, versperrtes Herzchakra, das ist ein Riesenmoment, wenn dieses Herzchakra geöffnet wird, Liebe einströmen kann, Prana-Energie, die fühlen sich komplett anders und die fangen erstmal an zu verstehen, was Liebe im Leben ist. Ja, auch sowas kann das sein, dass eben hier eine Herzöffnung kommt und ihr auf einmal erkennt, wow, was hier alles passiert. Einige werden aber auch karmische Themen in den Abschluss bringen, in den Frieden, also Herzensangelegenheiten, Beziehungen, alte Beziehungen, kommende Beziehungen, aktuelle Beziehungen kommen in den Frieden. Das heißt, das können Karma-Auflösungen sein, das können Versöhnungen sein, die da anstehen. Die Engel sagen auch, für manche wird es auch eine verbesserte Gesundheit geben. Und ich bin so geplättet, weil das alles Sachen sind, die man tatsächlich in Avalon erleben kann. Ja, es geht ja auch um die Gesundheit, den Körper, ja, auch das physische Herz oder alles, was damit zusammenhängt, braucht natürlich Heilung. Und das kommt eben alles durch die Liebe. Letztendlich die Hauptkraft im Universum, die heilt, ist Liebe. Ja, und das werden wir in Avalon sehen, das werdet ihr anderen aber auch. Denn ich habe natürlich überhaupt nicht nach mir gefragt für die kommende Woche, sondern ich frage ja nach euch. Und aber es ist offenbar die optimale Woche, um diese Energien damit zu arbeiten. Und die Engel sagen, auch hilfreiche Personen sind im Umfeld. Also ja, wagt euch dran, bittet um Hilfe, bittet um Unterstützung, um Rat. Es sind hilfreiche Personen um euch herum, die euch helfen, die Gesundheit zu verbessern, Karma aufzulösen, den Segen in eurem Leben zu erkennen, euer Herz für die Liebe zu öffnen, zu heilen. Ja, also wow, was für eine Powerwoche. Ich bin natürlich geflasht, weil toll, so ein Backup zu haben mit solchen Energien. Die sind zwar immer an dem Ort, aber es ist nochmal besonders schön, dass das Kollektiv das hier auch bekommt. So, dann haben wir diejenigen, die die grüne Tür gewählt haben. Diejenigen, die die grüne Tür gewählt haben, da sagt Erzengel Michael, habt keine Angst, ihr schafft das. Traut euch, euch zu zeigen, traut euch, euch zu offenbaren. Zeigt euer Innerstes, zeigt das, was gesehen werden will. Ja, schaut es auch selber an natürlich, traut euch das anzuschauen, was vielleicht auch mit der Männerwelt zu tun hat, Vater, Gatte, Bruder, Sohn, der Familie, Familienleben, Kindheit, sich da zu zeigen und eben zu erkennen, da will noch was gesehen werden. Ja, mal schauen, was sich da so zeigt beim einen oder anderen. Dann haben wir die Holztür. Diejenigen, die die Holztür gewählt haben, da kommen zwei Karten, da muss ich eigentlich nicht viel sagen. Die sagen Hochzeit, Winter. Da muss ich nicht viel sagen. Also für viele geht es jetzt in der kommenden Woche auch darum,
Heilung zu erfahren, um reif zu werden für eine neue Beziehung, die offenbar laut der Engel im Winter kommt. Ich habe ja gesagt, das Jahr 2018 wird ein Jahr sein, wo viele, die letzten 4, 5 Jahre hart gearbeitet haben, erstes Land in Sicht sehen werden, dass Verbindungen auch in wirklich glückliche Beziehungen, vielleicht sogar Hochzeiten münden können. Und das wird sich für viele da draußen, sonst käme es hier nicht im kollektiven Orakel. Sorry wegen dem Klingelton, ich habe vergessen, es auszuschalten, aber es ist das Glöckchen, was klingelt schon zur Weihnachtszeit. Also für viele wird es eine stabile Beziehung sich anbahnen ab Winter, das ist der 21. Dezember, also bis zum 21. März geht der Winter hier laut den Feen und für viele steht da eine neue Beziehung an. Und deshalb ist das eine wichtige Zeit, jetzt wirklich hinzugucken und nochmal zu schauen, was will gelöst, geheilt, geöffnet werden. Diejenigen, die die lilafarbene Tür gewählt haben, da kommt das Thema Durchsetzung. Ja, und die Engel sagen, denke noch einmal nach. Also es geht vielleicht auch darum, sanfter zu werden, zu schauen, muss ich mich überall durchsetzen, muss ich mit dem Kopf durch die Wand, muss ich meinen Willen, mein Ego befriedigen oder gibt es einen anderen Weg? Und auch dafür ist in der nächsten Woche der richtige Zeitpunkt, da auch Einsichten zu erlangen. Wo bin ich sehr im Ego, wo kämpfe ich irgendwie um mich und tue, als wenn es mein Überleben wäre. Aber es gibt auch noch andere, also muss ich mich immer durchsetzen oder geht es auch noch um was anderes hier, worüber ich vielleicht jetzt einfach mal Zeit habe nachzudenken in der kommenden Woche, während Heilung passiert. Also ich hoffe, das hilft euch jetzt erstmal weiter in der kommenden Woche. Ich werde auf jeden Fall die Woche natürlich genießen, Avalon. Freue mich schon sehr auf die Truppe, die mitfährt und jetzt erst recht bei den Energien, bei dem, was da prophezeit wird. Aber ich kann eben sagen, es ist jetzt meine 4. Fahrt, die ich mache und es ist eigentlich genau das Spektrum, was da passiert, wo die Leute nach vorne kommen und das ist der Grund, warum ich das tue. In diesem Sinne, für euch eine wunderbare Woche, schicke euch Licht und Liebe aus meinem Herzen und sag bis bald.